09. Hi, FBI. Me too. Alles klar. Also wir sind jetzt hier bei unserem ersten Fall. Es ist eine vermisste Person. Der Sohn fehlt. Der ist verschwunden. Und sie sitzt gerade da und spricht mit ihnen. Da dürfen wir wahrscheinlich gar nichts sagen. Natürlich nicht. Und wir müssen jetzt... So eine richtige Arbeitsanweisung hat man jetzt nicht so ganz bekommen. Ein Bilderrahmen ohne Bild. Wer kennt sie nicht? Ganz viele sogar. Wir müssen jetzt wahrscheinlich irgendwelche Hinweise suchen. Irgendwas, was auf das Verschwinden hindeutet von dem Jungen. Ich vermute mal. Schauen uns mal die Umgebung an. Küchenmesser. Praktisch. Schöne Gegend. Richtig schön ruhig und das war wahrscheinlich auch das Problem. Was haben wir denn hier? Das Schlafzimmer. Getrennte Betten. Alles klar, der Papa, der ist Pastor. Pfarrer, Pastor. Was haben wir da? Ja, Untersuch. Anderson Community College. Was haben wir da? Enrollment Service Center, Application for Admission, New Student, Computer Science, Edith. Ich weiß es nicht. Okay, die Adresse, also wurde das angemeldet. Also eine Bewerbung geschrieben für Computer, vielleicht wissenschaftlich, deswegen, dass der Papa da religiös ist oder so. Ich meine, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ist nur sehr religiös. Ist ja auch okay. Da spricht absolut nichts dagegen. Nur beißt sich das vielleicht mit dem, was der Sohn wollte. Ist der Sohn vielleicht auch einfach nur weggelaufen? Dürfen wir nicht in die Tasche gucken? Schade. Oh, Moment. Ja. Geht wieder. Das war also nichts Interessantes. Da haben wir nur das gefunden. Uppala. Da haben wir dann nur das gefunden. Oh, war da gerade was? Die Tür nur. Okay. Badezimmer. Sieht erstmal in erster Linie vollkommen normal aus. Was haben wir hier? Eine Feder. Von einem Täubchen, vielleicht. Beweismaterial. Es gab eine Taube im Badezimmer. Sicher ist sicher. Lukas. Was haben wir hier? Da geht's raus zum Garten. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was das Spiel macht, wenn wir hier jetzt nicht vorher reingehen. Okay, wir haben hier die Tasche. Können wir aber nicht näher untersuchen. Mülleimer? Ist hier vielleicht irgendwas drin? Nein. Sieht aus in erster Linie wie ein normales Kinderzimmer. Ein bisschen sehr leer. Also so quasi Spielsachen sind nicht vorhanden. Wirklich, wie alt ist er denn? Ich meine, Studio? Nee, der sieht mir eher aus so wie 13 oder so. Vielleicht lass ihn maximal 15, 16 sein. Einmal durchgucken. Sollen wir hier jetzt gerade irgendwas finden? Ich frag nur. Irgendwie zweiter Boden oder... Aha. Aha. Yep, er ist wissenschaftlich engagiert und Papi findet das vielleicht nicht so cool. Was haben wir denn hier? Lukas. Tagebuch? Nein! Ich war doch noch gar nicht fertig. Bremsen, quietschen. Oh, oh. Ei, 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 ei. Brauchen wir vielleicht allgemein keine Übersetzung? Dürfen wir jetzt das Radio anmachen? Nein, dürfen wir nicht. Ich würde gerne in dem Tagebuch lesen. Dürfen wir in dem Tagebuch lesen? Bitte lass uns in dem Tagebuch lesen. Oh, Tankstelle. Okay, 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 okay.
Also momentan weiß ich nicht. Ich finde die Machart vom Spiel cool, bis auf dieses Porten und dass ich mir nicht alles in Ruhe anständig angucken kann. Das finde ich ein bisschen gemein. Das nervt mich auch ein bisschen, wenn ich ehrlich sein darf. Okay. Was wollten wir jetzt untersuchen? Aha. Big Rico's Special Pizza. Cool. Oh, ich hätte so Bock auf Pizza. Aber ich könnte Pizza auch immer essen, von daher egal. Oh, so eine leckere Hawaii-Pizza wäre schon cool. Haben wir ihr das jetzt abgezogen oder was? Scheinbar. Kommt sie gleich wieder? Oh, wir dürfen rumschnüffeln. Ist das cool? Ja. Das macht man nicht. Ach so, ich dachte, wir gucken rein. Popmusik aus der Ferne. Kommt sie wieder? Hey, aber ich war doch noch nicht fertig. Ja. Hallo! Ah, ich liebe Menschen. Das schon erwähnt? Menschen sind toll. Wunderbar. Oh. Ich frage mich gerade, müssen wir sie irgendwie auch gleichzeitig beschatten oder so? Dienstag. Okay, ich lasse mich einfach mal eingeblendet, weil ich weiß nicht, das sind immer so ganz kleine Sequenzen und jetzt dürfen wir ja auch schon wieder was machen. Ich hoffe, es stört euch nicht unbedingt. Wir haben jetzt hier die Akten. Missing Lucas D. Fairfax haben gesehen, dass er auf jeden Fall schon mal eine Bewerbung gemacht hat, um am College zu studieren. Ich nehme mal an, oder an der Universität zu studieren. Jetzt dürfen wir endlich reingucken. Und er hat auch gezeichnet. Und Visit Cannon Observatory, Science Center. Okay. Geht um, in dem Falle, das Universum. Ich denke mal auch Sterne und Co. Da hat er was mit dem UFO gemalt. Okay. Ob er in so einer Höhle verschwunden ist? Warum sehen wir uns denn jetzt schon wieder so von außerhalb? Nehmen wir irgendwelche Tabletten, dass wir uns so wegbeamen? Kann das sein? Errungenschaft haben wir freigeschaltet. Beatrice. Ich lese das jetzt gerade mal so vor, weil es sehr auffällig in meiner Ecke aufgeploppt ist. Was haben wir denn hier noch so? Können wir da irgendwas machen? Nein. Also wir dürfen eigentlich letztendlich. Okay, letztendlich müssen wir jetzt hier zur Tür raus. Das machen wir auch mal. Wiederholtes Hämmern. Okay. Wir träumen das jetzt aber alles, nehme ich an. Weil wir ja da schon wieder auf dem Bett rumlagen. Wer ist das denn? Susan. Okay, die bei uns im Dingens war. In dem kleinen Café. Diner. Wer bist du? Hallo. Okay. Der Papi ist auf jeden Fall ordentlich am Hämmern da. Die Mutti ist ganz doll am Weinen. Haben wir jetzt hier doch noch irgendwas? Irgendwas, was wir noch finden können, was wir übersehen haben? Scheinbar nicht. Mich würde echt interessieren, was in der Tasche drin ist. Oh, Alter, diese Kameraführung. Ah. Ich gebe mir Mühe, dass es nicht allzu verschwommen wirkt. Warum macht man denn jetzt sowas? Da wollte ich ja noch durchgehen. Ich durfte ja nicht. Weil schon alleine im Zimmer wurde ja die ganze Sequenz abgebrochen. Jetzt bin ich gespannt. Ja. Schaltet einen Gang hoch. Sind wir schon wieder unterwegs? Ach, wir sind mit ihm unterwegs. Ich habe seinen Namen vergessen. Aber mit dem Schief da. Oh je, was? Okay.
war nur ein böser Traum, es war nur ein böser Traum. Wir haben es genau Mitternacht, in ein paar Stunden müssen wir schon wieder aufstehen. Ah! Also, oh Gott, Herr im Himmel, das war gar kein Jumpscare. Und ich erschrecke mich trotzdem mal so ein blödes Büffelding. Hi. Ja. Schon wieder diese rote Tür. Was hat es nur mit dieser roten Tür auf sich? Sind wir wieder auf dem Weg zu, ich finde, ihr Nachname klingt so ein bisschen wie Helferin. Helperin? Oh. Hallo. Schönen guten Tag auch. Dum, 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 dum. Oh, alles klar. Genau, hier wollte ich doch hin. Zu ihr. Guten Morgen. Huch. Gar nicht zu Hause. Helperin? Wo sind Sie denn? Was haben wir denn hier? Kette, was so ganz natürlich aufgeblinkt ist. Eine Goldkette oder eine kleine Plakette. Ein Amulett. Alles klar. Ist da nichts bei? Mäuschen, sei nicht immer gleich so wütend. Das wird doch deine Mutti gewesen sein oder deine Freundin oder sonst wer. Ist doch vollkommen egal. Sei nicht gleich so pissed off. Ich kann schon kein Deutsch mehr. Englisch wird dann... Oh, Schlüssel wird umgedreht. Englisch wird dann erst recht nichts. Oh, wir fahren zu der Höhle hin, die wir gesehen haben, in dem Tagebuch von Lucas. Was ich meinte, es ist echt heftig. Okay, Vogelzwitschern. Helperin geht gucken. Dürfen wir dann auch? Ja, wir dürfen auch. Oh, wir fallen auch. Das ist in Ordnung. Also es tut mir leid, wenn es ein bisschen ruckelt oder wenn es so schlierig ist, ein bisschen. Ich werde es leider nicht rauskriegen, weil das mit dieser Mausempfindlichkeit ist es echt böse. Sehr böse. Ein Blümchen. Beweismaterial? Ich meine, wofür? Aber ja. Hier wachsen diese Blumen. Ich weiß auch nicht, inwiefern wir uns hier großartig umschauen können und dürfen, bevor wir dann wieder zu der Stelle wahrscheinlich hingeführt werden, wo wir eigentlich hin sollen. Deswegen gehe ich hier einfach gerade mal hinterher. Sieht wohnlich aus. Muss man ja mal ganz ehrlich sein. Zigaretten, Dosen, Plattenspieler, Radio. Ein bisschen eine Cap. Ist das die von dem Sohn von Lucas? Berechtigte Frage. Ich nehme mal an, sonst hätten wir sie nicht mitgenommen. Kerzen. Sie guckt nach oben. Okay, das machen wir sofort. Ist hier noch irgendwas? Nein. Was haben wir denn da? Ist oben auch irgendwas? Nein. Okay. Wir müssen einfach noch mal ein paar Holzplatten mit wegnehmen, weil dahinter sind... Da ist ein Vogel. Oh. Jetzt nicht erwartet, dass der Vogel so zutraulich ist. Der ist ja süß. Oh. Hm. Oh, toll. Nein, der Vogel. Oh mein Gott. Was spiele ich denn hier? Warum? Deine Rübe ist nicht so schlimm, aber der arme Vogel. Können wir noch woanders hingucken? Ja. Bis auf Trinken können wir leider gar nichts. Okay. Oh, der böse Blick. Hallo. Haben wir das gut gemacht? Den Vogel umgebracht? Ja, war das so gut?
Ich glaube ja nicht. Aber wir haben zumindest noch mal ein bisschen was herausgefunden, dass der Junge zumindest in der Höhle war. Ich nehme es jetzt zumindest an, viel gesprochen wird nicht. Ich habe gedacht, es kommt wenigstens so ein bisschen Text. Aber das ist schon okay. Dafür kann ich euch jetzt eine richtig schöne Kante ans Bein labern. Ein Engel? Ich glaube, es soll ein Engel darstellen, aus Holz geschnitzt. Oder sind die Haare? Nein, müsste ein kleiner Engel sein. So. Hier können wir nicht wirklich viel weitermachen. Haben wir hier was liegen? Liegt hier was? Och Mann. Dieser arme Vogel. Ja. Tschüss, Vogel. Er lebt. War das jetzt gut? War das nicht gut? Scheinbar war es nicht gut. Und hops, runter mit uns. Nochmal runter mit uns. Ja, sehr schön. Sind die alle von uns? Oder sind das irgendwelche Kiddies? Können wir nicht ausmachen. In Ordnung. Hallo. Die gehören zu uns, definitiv zu uns. Nein, das ist der Junge. Das ist der Junge. Der Mittelfingerjunge. Ja, darf ich irgendwas machen? Helperins abgerissene Anhänger hat er jetzt weggeworfen. Okay, warum? Ich wollte gerade sagen, warum können wir denn nicht aufstehen? Los. Schönes Messerchen. Oh, wunderbar. Lebt ganz gefährlich, der Typ gerade. Wen haben wir denn hier? Natürlich haben wir keine Daten. Evidence. So, wir haben jetzt hier die Beweise. Eine wunderschön laute Schreibmaschine. Jo. Beweisstück Nummer 1. Und wir haben nicht viel außer diese kleine Karte. Retail Complex, Commercial Hub, Preparing Burgess, County for the 21st Century. Okay, Dominion Construction. Da, warum stecken wir das ein? Warum kommt das nicht in die Beweistüte? Das ist doch der kleine Vogel. Okay, warum haben wir jetzt so das ein oder andere halt mitgenommen und warum blieb das nicht alles? Ach, wir haben die Blümchen dahingestellt. Oh. Cool. Ich hätte das eher gewusst, dass wir die mitnehmen. In Ordnung. Wir kommen auch nicht wirklich dazu, dass wir auch nur ansatzweise mehr Sachen auspacken. Okay. Okay. Sollte das sein? Ich nehme an. Also wir können uns jetzt ins Bett legen. Können wir noch ins Bad? Nee. Ins Bad geht auch nicht. Na dann. Mit allen Klamotten einfach ab ins Bett. Och, müde. Mittwoch. Okay. Seltsames, vibrierendes Geräusch. Also es wird wahrscheinlich das Telefon sein, das hier irgendwo liegt. Jetzt hier eine Mütze. Wir träumen natürlich wieder. Okay. Unheilvoller Rhythmus. Okay, ich glaube, wir müssen die kompletten Untertitel ausmachen, damit wir das nicht haben. Okay. Da könnte einem glatt bei schlecht werden, wenn man das sieht.
So, ganz viele Vermisstenanzeigen, aber immer wieder von Lucas, wo wahrscheinlich ein Ofen mit beheizt wird gerade. Okay, der Vogel. Oh, er ist weg. Okay.